Hallo und herzlich willkommen bei Dokaskopi TV. Unser Studiogast ist heute Larisa Melnitschuk, geschäftsführende Direktorin von FB&A Trends. Herzlich willkommen, Larisa. Vielen Dank, Jessica. Erzählen Sie uns bitte, was FB&A ist. Finanzplanung und Analyse ist ein zukunftsorientierter Finanzbereich. Wenn man Finanzen mit einem Auto vergleichen würde, dann wäre die Rechnungslegung der Motor. Dabei wäre FB&A die Scheinwerfer, um in die Ferne zu schauen, das Lenkrad zum Steuern und gleich der Sicherheitsgurt, der im Falle einer Panne sie retten würde. Die Funktion ist also zukunftsorientiert. Warum ist FB&A so wichtig? Sie ist sehr wichtig wegen des gegenwärtigen Geschäftsumfeldes. Ich möchte das Umfeld aus verschiedenen Blickwinkeln erläutern. Erstens ist das ein Umfeld von schwarzen Schwänen. Wenn Ereignisse auf Sie unerwartet zukommen und große Auswirkungen haben, wie quasi perfekte Stürme. Es gibt viele Faktoren, die getrennt nicht ergebniswirksam wären. Aber die Anhäufung von diesen Faktoren verursacht den perfekten Sturm. Deshalb müssen wir bei der Finanzplanung sehr strategisch, schnell und dynamisch vorgehen. Was sind die neuesten Trends in der FB&A? Ich betrachte gern die FB&A aus vier Ansichtspunkten. Einer der größten gegenwärtigen Trends betrifft Analyse. Wir ersetzen Modelle. Sie werden mehr antriebsbezogen. Es erscheinen neue Generationen der IT-Systeme sowie Business Intelligence, die große Datensätze in die Finanzplanung übernehmen helfen. Die Menschen, die sich mit FB&A beschäftigen, sind auch anders als herkömmliche Buchhalter. Die FB&A-Kultur ist im Wandel. Der traditionelle Haushalt funktioniert nicht mehr. Wir versuchen mit anderen Managementverfahren außerbudgetieren. Und das Prozessdesign ist anders, flexibler und dynamischer. Könnten Sie uns bitte ein paar Beispiele geben? Ja, gern. Hier sind die traditionelle Denkweise und die neue Welt dargestellt. Was Modelle anbelangt, so sind traditionelle Modelle statisch und hauptbücherbasiert. Jetzt werden sie treiberbasiert und sehr dynamisch. Aus der Sicht von Details war früher alles sehr detailliert. Jetzt ist der Detaillierungsgrad sehr vernünftig. Wir sind viel mehr an einer schnellen und dynamischen Analyse interessiert. Was Systeme angeht, so war es ursprünglich vorwiegend Excel. Jetzt sind es zielgerichtete FP&A-Systeme, die eine Analyse auf eine neue Ebene bringen. Die Zuständigkeit für IT-Systeme verschiebt sich von speziellen IT-Abteilungen zu Finanzabteilungen. Analyse war früher simpel. Im Moment ist sie ziemlich fortgeschritten. Mit Hilfe von neuen Systemgenerationen wurde das möglich. Die Rolle der FB&A hat sich auch verändert. Früher war dies eine ziemlich passive, konsolidierte Rolle. Im Moment ist diese Rolle einflussreich und von strategischer Bedeutung. Ich kenne mehrere Firmen in London, wo der FB&A-Leiter direkt an den Geschäftsführer berichtet und im Vorstand sitzt. Auch die Kultur bewegt sich, wie gesagt, weg von Budgetierung. Haushaltsverhandlungen und Zielwerte gehören jetzt in die Geschichte. Wir gehen über Budgetierung hinaus. Und das letzte Bild zeigt uns die Entwicklung von Prozessen. Der große Trend ist, alle Planungsprozesse im Unternehmen zu integrieren, sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben. Und natürlich geht es auch um den Zeitraum. Früher war es
der Abrechnungszeitraum. Jetzt bewegt man sich über diesen Zeitraum hinaus. Im Großen und Ganzen sind das die wichtigsten Entwicklungstrends in Finanzplanung und Analyse. Für uns ist das eine sehr spannende Zeit. Es gibt viele Entwicklungsmöglichkeiten, sowohl für Beschäftigte als auch für Unternehmen. Ich reise viel und sehe überall viel Umstrukturierung und Wandel. Wir leben schon in der neuen FP&A-Welt. Absolut, Larissa, vielen Dank für die Teilnahme und Ihre Expertise. Danke, Jessica, ich freue mich, behilflich zu sein. Und danke für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie mit Dokaskopie TV für weitere exklusive Interviews. Auf Wiedersehen.